Banks. Ich stiele seit ca. 7 Jahren mit Cannabis. Und wie viel Gras ist jetzt hier in diesem Raum? 6 bis 7 Kilo. Ich verkaufe um die 20 bis 30 Kilo pro Monat, was einen Umsatz von 100 bis 120.000 ungefähr macht. Mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich mich moralisch gezwungen sehe, aufzuhören. Das hat bestimmte Gründe und diese Gründe wollte ich euch mitteilen, weil ich das als meine Pflicht ansehe, die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Es riecht wirklich krass hier in diesem Auto gerade. Es läuft einiges schief. Es gibt viele Leute, die darauf abgekackt sind. Wenn ich euch nicht darüber informieren würde, denke ich, könnte ich als alter Mann nicht mehr in den Spiegel schauen, weil das ist eine Sache, die so immens wichtig für die Gesellschaft ist, dass die Leute davon hören müssen. A while ago, a man walked into our Berlin office claiming to be a big-time weed dealer. And he said, despite making tens of thousands of euros every month, he wanted to get out of the game. His reason? The weed business is a lot dirtier than most people think. So before he stops dealing for good, he wanted to tell us what's really going wrong. I'm heading to Banks's hometown, where he's asked me to meet him in a parking garage. Das ist er. Hi. Kein Problem. Freut mich. Hi. Ich hab ja auch kein Netz. Das ist ein interessanter Treffpunkt hier auf jeden Fall. Das ist eine gute Stadt für dein Geschäft auch sozusagen. Auf jeden Fall, ja. Das ist eine junge Stadt. Umso jünger die Bevölkerung ist, umso mehr konsumiert. Just this morning, Banks has received a delivery. He wants to tell us about a new danger with the weed that he's selling. So we head to his bunker to see his stash. Was ist das jetzt genau, so ein Bunker? Also ein Bunker ist einfach ein Ort, wo die Ware gelagert wird. Die Wohnung zum Beispiel ist dann auf einen anderen Namen gemietet, auf eine Person, die noch nie im Fokus war und keine Vorstrafen hat. Die bekommen dann meistens ein bisschen Geld dafür. Also hier verpacken wir die Ware. Und wie viel Gras ist jetzt hier in diesem Raum? Gute Frage. Wir haben jetzt hier insgesamt 6 bis 7 Kilo. Für wie lange reicht das, diese Menge? Man kann grob sagen, es wird jetzt eine Woche ungefähr reichen. Eine Woche? Also 1 bis 2 Mal die Woche brauche ich eine Lieferung. Wahnsinn. But something has gone wrong with the product in recent years. And that is the first subject on which Banks wants to blow the whistle. Ihr seid Chemie-Junkies, ohne es zu wissen. Das in Deutschland verkaufte Gras, meistens als Haze verkauft, ist in meiner Erfahrung nach zu 90% mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt. Also die Wirkung, die ihr habt, ist kein natürliches High, sondern ein künstliches. Aber man hat diesen Drang, diesen körperlichen Drang dazu nachzulegen, also immer mehr zu rauchen. Es macht körperlich abhängig im Gegensatz zu normalem Cannabis. Und womit wird es dann genau gestreckt? Es ist gestreckt mit künstlichen Cannabinoiden. Mhm. In China werden die hergestellt. Die heißen JWH zum Beispiel, Abichinaka. Früher gab es das auch auf anderen Substanzen, auf Kräutern zum Beispiel schon. Das hieß dann Spice. Jetzt wird es in den letzten 3 bis 4 Jahren, das ist krass geworden, wird es auf fast jedes Gras gesprüht. Man kann billiges Cannabis nehmen, zum Beispiel aus Albanien Gras, was sehr wenig THC und CBD hat. Da sprüht man dann Aufheller drauf, um die Wirkung zu pushen. Quasi grüne Crack, so kann man das nennen. Warum verkaufst du dieses Zeug dann auch teilweise, wenn du jetzt davor warnst? Auch so viele Kunden bestehen darauf, ihr gestrecktes Cannabis zu haben. Die meisten wissen natürlich nicht, dass es gestreckt ist, aber sie wollen eben dieses Haze, also das, was wegklatscht. Also es gibt dann oft Beschwerden, wenn man sauberes Cannabis bringt, das ist zu schwach, das ballert nicht. Weil die Leute eben nicht süchtig nach Cannabis sind, sondern nach den künstlichen Cannabinoiden. Und warum ist das jetzt genau gefährlich? Es gibt viele Leute, die darauf abgekackt sind, wo wirklich private Schicksale in eine ganz falsche Bahn gelaufen sind. Zum Teil auch mit dramatischem Ende.
wo ich jetzt natürlich nicht drüber sprechen kann, aber das sind einfach diese vielen Einzelschicksale, die man über die Jahre kennenlernt und einfach merkt, das ist ein riesiges gesellschaftliches Problem. Was müsste für ein Umdenken stattfinden? Also was kann die Politik machen, damit du jetzt kein gestrecktes Gras verkaufst? Also die einzige Möglichkeit wäre die Legalisierung von Cannabis. Die Illegalität von Cannabis, das kann man vergleichen damit, wenn Alkohol illegal wäre. Die Leute wollen entspannten Radler trinken, müssen aber gepanschten Wodka trinken. But whilst the cannabis trade is in the hands of criminals like banks, toxic weed is not the only problem. Cannabis ist eine der größten Einnahmequellen der organisierten Kriminalität. Das führt natürlich zu Verteilungskämpfen und viel mehr Gewalt, wie ihr euch vorstellen könnt. Man kauft nicht bei dem Hippie um die Ecke, der ein bisschen mit Bioanbau zu Hause zwei, drei Pflanzen hat, sondern es organisiert die Kriminalität. Und an diesem Kuchen wollen sich eben viele bedienen. Bank sources his material from organized crime in the Netherlands. He communicates with his contacts using a specially encrypted phone. Also das ist ein Sky-Handy, ganz normales Handy von außen. Hat nur ein System drauf. Hier ist ein Rechner. Gibt man sein Passwort ein. Also Passwort ist eine Rechnung. Und wenn man diese Rechnung eingegeben hat, öffnet sich das Sky-System erst, wenn die Rechnung korrekt war. Man kann auch ganz offen Fotos von Kilos schicken oder von der Ware, von allem eigentlich. Das heißt, du kontaktierst damit Geschäftspartner und auch Kunden, oder wie läuft das? Genau, also nur Großkunden, weil das kostet um die 900 Euro für 6 Monate. Nur das System und das Handy muss man auch nochmal kaufen für 1000 bis 1300. Es ist schon schockierend, was für Sachen zum Teil passieren in dem Business. Da wurden schon Leute tagelang im Keller gehalten, zum Teil auch misshandelt bzw. gefoltert. Banks shows me an example of the casual violence at even low levels of the weed trade. A video he received from one of his clients. Ihr Nachbar oder irgendwo aus der Nachbarschaft kommt er zumindest, der verkauft auch. Und hat eben mitbekommen, dass der Typ zu ihr gehen will, was kaufen. Und aus Frust, dass er einen Kunden verloren hat, hat er ihn zusammengeschlagen. Sie, aber ihn. Es wurde ein Messer nach mir geworfen, es wurde mir auch schon ein Messer an den Hals gehalten. Es ging eben immer um Geld oder um. Die Leute hatten Psychose eben durch diese künstlichen Cannabinoide. Es gab auch schon Leute, die, eben weil ich in ihrem Stadtteil verkauft habe und das der Familie des Typen nicht so gefallen hat, dass ich die Kunden alle wegnehme, gab es auch schon Drohungen, die auch meine Freundin und meine Familie beinhaltet hat. Da macht man sich natürlich schon Gedanken, wenn es so weit kommt. Banks arranges a drop on the other side of town. Wie viel verkaufst du jetzt gleich? Hast du das? Das ist jetzt auch schon hier im Auto, nehme ich an. Ja, die. Ich kann es euch einfach mal zeigen. Ich ziehe mir dafür aber meine Handschuhe besser an. Ist das, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, oder? Genau, ja. Das ist die erste Sorte. Das ist Mango Kush. Das riecht wirklich krass hier in diesem Auto gerade. Also, das ist sehr intensiv. Hier haben wir noch Super Silver Haze. Wie viele Jahre Gefängnis sind das jetzt gerade hier in dem Auto? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das macht dir also überhaupt keine Sorgen, dass wir hier mit 800 Gramm Gras durch die Gegend fahren? Man gewöhnt sich dran. Am Anfang ging der Puls schon bei 100 Gramm hoch. Mittlerweile bleibt der Puls, egal bei welcher Menge, gleich. Die Polizei hat schon lange die Kontrolle verloren. Also im Prinzip, wenn man nur Cannabis verkauft, ist man eigentlich schon ziemlich safe unterwegs. Bei Kokain oder so wird ab und zu auch mal jemand hochgenommen. Bei reinem Cannabisverkauf sehr selten mittlerweile. Weil wenn auf
100 Dealer, 5 Kripo-Beamte kommen, dann müssen sie sich halt auch überlegen, was ist das Wichtigste. Und dann ist eben Heroin oder sonstige tödlichen Drogen natürlich wichtiger. Im Gefängnis sind nur Idioten. Wenn man das professionell angeht, kann da nicht viel schiefgehen. Die größten Faktoren sind eigentlich nicht Ermittlungsbehörden, sondern Verrat oder Frauen meistens. Das ist echt so. Also viele wurden von Frauen dann verraten, weil die verlassen haben. Kurz ins Treppenhaus. $3,360 plus 650, 4.010. Ihr beiden verkauft wahrscheinlich auch dieses gestreckte Haze. Merkt ihr, dass das schlimmer wird, dass es krasser wird, dass immer mehr Leute das konsumieren und dass die hart abfacken darauf? Ja, wir sind auch daraufhin geblieben, ich hoffe, krass. Ja, also die fragen so nach diesen gestreckten Sachen auch. Die wollen das haben. Kennst du Leute, die auch wirklich körperlich abhängig davon sind? Ja, eigentlich alle. Eigentlich bei allen ist das so. Die Leute werden abhängig, wie auf Chemie auch, wie Kokain, Pep, diese ganze Geschichte. Later, the German police would confirm to us that chemicals on weed have become a massive problem and that they have been linked to injuries, psychosis and even death. Ja, die Jungs sind jetzt darunter, wir gehen jetzt einen anderen Weg, weil Ware und Geld trennt sich, soll sich immer schnell trennen. Egal, ob man das jetzt in einem Haus macht oder mit Autos. Okay, mitten in einem Wohnblock. Irgendwie waren da auch ziemlich viele Leute unterwegs. Aber es scheint ihn nicht gestört zu haben. Also wir wurden echt von vielen Leuten gesehen, aber es scheint normales Business zu sein hier. If the risk is so low and the money so good, I'm wondering whether Banks will really manage to get himself out of the business. Also Gewinn 690 und Umsatz 4.000. Wie viele solche Verkäufe machst du am Tag? So zwischen 3 und 10, 12 maximal. Glaubst du, du kannst darauf verzichten, auf diese Gewinne, auf so viel Geld, wenn du irgendwann mal das nicht mehr machst und ausgestiegen bist? Ja, schwierig, so einen Lebensstandard zu heben, ist einfach, aber ihn wieder zu senken. Macht dir das Sorgen? Ich bin auch, denke ich mal, ohne Geld glücklich. Das ist ja nicht das, was einen glücklich macht, das Geld. Was ist dein Plan, wenn das alles hier vorbei ist und du ausgestiegen bist? Also die Zeit fliegt, wenn man arbeitet und auch wenn man verkauft. So die letzten 7 Jahre. Natürlich habe ich auch so viel noch erlebt. Aber ich habe fast meine komplette Jugend damit verbracht. Früher wollten die 14-jährigen Jungs Pilot werden oder Fußballer oder so. Mittlerweile wollen sie AMG fahren, dicke Batzen Bargeld, noch Kilos im Kofferraum und ein paar Mädels dabei. Also im Prinzip lebe ich ja das Leben, was in der Jugend quasi als Mainstream-Ideal ist. Mir geht's gut, ich habe eigentlich quasi das perfekte Leben. Viel Geld, Partys, schöne Autos. Geld ist das eine, Geld ist ja aber auch alles. Also ich könnte jetzt nicht, wenn ich später im Altersheim sitze, in den Spiegel gucken und sagen, ach, damals hast du das Leben richtig gelebt.